Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Far Cry 3. Ja, wir haben hier unsere letzte Jagdquest neulich erledigt und da sind wir doch tatsächlich über so eine Prüfung der Rakyat gestolpert. Und ich würde sagen, da machen wir nicht lang rum. Da schauen wir doch mal, was da Schönes auf uns wartet. 425 Punkte ist unser ultimatives Ziel. Oh ja, wir haben einen Geschütz. Das ist natürlich mal eine ganz nette Sache. Damit können wir Autos eigentlich auch schön in die Luft sprengen. Und uns damit ein paar Multikills abstauben. Holen uns mal gleich den Zeitbonus, wenn wir schon ein bisschen Zeit haben. So. Komm, viel in die Luft. So ist schön. Könntest du mal aufhören, da drüben zu schießen? Das wäre echt klasse. Irgendwo da muss... Ey, sag mal! Echt? Junge? Geh mir nicht auf die Nerven. Okay, da drüben haben wir noch einen... Zeitbonus. Wow. Mal heilen. Sonst wird das hier nämlich nichts. Dann holen wir den Helikopter vom Himmel. Und dann gucken wir mal da unten im Wasser. Wartet irgendwo das Boot auf uns. Da drüben stehen ein paar Kollegen bei dem Fass. Da stehen sie praktisch. Hinter uns, ne? Okay. Kannst du haben. Komm, flieg in die Luft. Flieg schon in die Luft, Mann. Das wird aber ein bisschen eng mit den 420 Punkten. 425 Punkten, muss ich mal so sagen. Okay, Helikopter. Gut. Angreiferkills, Almas. Ja, da kommen noch ein paar Kollegen. Da haben wir noch einen. Oh, da unten haben wir noch eine Zeit. Das ist schön. Den sollte ich mir natürlich auf jeden Fall holen. So, Kollege. Wow. Direkt bei mir, hä? Stand by me, oder wie soll das sein? So, was haben wir da unten? Zwei Boote. Kein Problem, die nehmen wir auch gleich noch mit. Super Sache. So, Angreifer von da drüben. Von da haben wir noch irgendwo hier, da oben haben wir noch ein Zeitfestchen, das ist schön. So eine Spritze reinhauen und da kommt auch schon die nächsten. Komm, ihr wollt doch alle in die Luft fliegen, oder? Eigentlich tendenziell ist das doch das, was ihr wirklich wollt. Genau, ich kenne euch doch. Ja, komm, hier schön immer zu Papa. Ah, Helikopter? Ah, oh, gut, nehmen wir auch den Helikopter noch mit. Ja, das wird langsam ein bisschen eng und ich sehe keine Zeitfässer mehr. Vielleicht reicht es für die Erfahrungspunkte, aber ich glaube für die... Oh, jetzt wird's eng. Jetzt brauche ich Kanonenfutter, sonst wird's jetzt echt eng. Oh, gerade so geschafft. Sehr schön. Durch ein paar Kopfschüsse habe ich da offensichtlich nochmal ein bisschen was rausgeholt. Gut. Schön. Eine weitere Prüfung der Rakyat abgeschlossen. Gleich mal am Anfang. Oh, kann man... sich mal einen Schluck Wasser gönnen, hä? So. Also, was haben wir denn jetzt noch hier zu erledigen? Prüfung der Rakyat, Prüfung der Rakyat. Dann haben wir die ganzen Todesaufträge noch und die Story-Mission. Und hier ist auch noch eine Prüfung der Rakyat. Ganz versteckt. Ich tendiere dazu, die jetzt eigentlich mal zu machen, weil ich finde die eigentlich ganz cool, die Prüfung der Rakete. Und naja, vier Stück haben wir noch. Also drei Stück haben wir noch, soweit ich gesehen habe. Wir können ja mal ins Handbuch schauen, was das Handbuch dazu sagt, ob wir wirklich noch drei haben. Ja, drei Prüfungen noch. Speicherkarten müssen noch zwei eintüten. Liegen irgendwo in den Safe Houses, in denen ich schon war, schätze ich mal. Habe ich mich jetzt nicht so hundertprozentig mit befasst. So, Kollege. Da ist die Prüfung der Rakyat. Da wollen wir hin. Ist hier ja praktischerweise gleich um die Ecke, ne? Da müssen wir gar nicht groß laufen. Schauen wir mal, was die von uns wollen. Was wir hier erledigen sollen. So, 400 Punkte. Okay. Okay, was habe ich für eine Waffe? Eine Pistole. Das finde ich jetzt nicht so geil. Versuchen wir das lieber mal durch Ketten-Takedowns oder sowas zu erreichen. Ah, ich habe eine Knarre bekommen. Zum Glück, Mann, gibt's eine Pumpgun.
auch. Okay, ein bisschen Zeitbonus rausballern. Immerhin wird das sonst wahrscheinlich ein bisschen eng. Oh, super. Ich weiß nicht, ob ich hier unten rumturnen sollte. Hier unten scheint es nicht wirklich viel zu geben. Ich sollte mich wahrscheinlich lieber auf den oberen Bereich konzentrieren. Und gucken, dass ich da ein paar Takedowns erwische. So, Kollege. So, wo haben wir da noch ein Fass? Da hinten haben wir noch ein Fass. Okay, jetzt gucken wir mal, dass wir wieder mal eine schöne Takedown-Kette irgendwie hinbekommen. Da sind gerade so viele auf einem Fleck. Heilen. Okay. So, da kommen zwei. So, Messer-Kill-Takedown. Okay, hier kommen gleich nochmal zwei um die Ecke. Oder? Yo, Baby. Und schon haben wir unsere 500 Punkte zusammen und noch jede Menge Zeit, hier noch ein bisschen aufzuräumen, so wie es aussieht. Glaube ich nicht, dass es langsam und qualvoll wird. Weil ich da oben noch jede Menge Zeitbonus habe. So, jetzt hat. Das mit den Waffen ist schon irgendwie eine lustige Sache. Das ist irgendwie schon lustig, hier einen nach dem anderen rauszunehmen. Geht das ab, ey. Komm, halt die Kuh-Taste. Boah, leck, fast knapp. Das wäre jetzt nicht so cool gewesen, wenn ich es jetzt hier noch verkackt hätte. Auf die letzten 15 Sekunden oder sowas. Wie viele kommen da denn noch? Schöner Takedown noch zum Schluss. Oh, 915 Punkte. Und ich habe nur 400 gebraucht. Oh ja. Nee, schlecht. Entschuldigung. Also gut. Naja. Ihr rackiert. Dann seid ihr immer noch der Meinung, ihr müsst mich prüfen, hä? Okay, wenn ihr der Meinung seid, dann zeige ich euch noch in den letzten Prüfungen noch, dass ich das durchaus drauf habe, was ich hier mache. So, ja. Ich will allerdings mal wieder meine... was hatte ich da? Genau, den Ripper hatte ich ausrüsten. Nein, nicht da. Und zwar hatte ich dich da. Genau, und dafür hatte ich den... Ja, RPG hatte ich... Hier. Perfekt. Ah, guck mal, da ist auch noch eine Speicherkarte. Da haben wir sehr bald alle zusammen. Und dann mal auf der Karte gucken, wo die letzte ist. Da
Dafür kriegen wir nämlich auch nochmal was Cooles. Hieß es. Und da wollen wir uns ja nicht lumpen lassen, ne? So, da liegt noch was in der Scheune rum hier. Eine Kiste. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Und dann müssen wir mal uns auf den Weg zur nächsten Rakyat-Prüfung machen. Darüber, ha? Allahob. Brieftasche voll. Ach Gott, die ist da oben. Naja, was soll's. Kommen wir auch hin. Von der Seite ist der Weg, ist der Berg ja anscheinend einigermaßen zugänglich. Dann haben wir nur noch eine Prüfung der Rakyat, eine Speicherkarte. Gut, Briefe haben wir noch jede Menge, die sind halt überall auf der Karte verteilt. Und die Mordaufträge mache ich dann auch alleine. Die Todaufträge, die sind nämlich wirklich extrem stupide. Und dann, ja, dann haben wir eigentlich nur noch Story-Missionen. Ist eigentlich ganz cool. Dann kommen wir langsam durch. Schauen, wie lange das dann noch geht, bis wir fertig sind. Also gut, 300 Punkte. Bin ich ja mal gespannt. Oh Gott, Raketenwerfer. Nice. Raketenwerfer-Kills. Okay, das war's für uns damit. Hallo, ich hab gesagt, zum Interagieren. Damit kann ich einfach besser zielen. Erstmal hier noch ein paar bisschen Zeitbonus holen. Haben wir noch irgendwo Zeitbonus rumstehen? Na, wo ist der nächste? Und da kommen sie. Sollen wir denn hier keine 300 Punkte schaffen? Man muss ja bloß ein bisschen zielen. Naja, ich gehe wieder ins Geschütz. Das hat mir besser gefallen. Hallo, halt doch mal ihn zum Interagieren. So. Lass mal heilen. Dann gehen wir da wieder dran. So, Kollege. Was haben wir denn noch? Da kommt noch einer. Schön. Schießen wir die Jungs aus dem Heli raus. Guck mal, da unten hat es noch Zeitbonuspunkte. Gar nicht gesehen und da unten sind wir auch noch, oder? Ach ne, sind wir auch da. Hallo, Kollege. Ach, was von da links schießt schon einer. Oh ne, das machen wir so nicht. So machen wir das nicht. Zahle. Wo kommen wir denn da hin? So. Wo ist er? Da ist er. Ach ja. Challenges. Schön. Auch das hätten wir erledigt. Bleibt nur noch eine Rakyat-Challenge. Coole Sache, ne? Lass mal gucken, wo die letzte Speicherkarte eigentlich ist. Die könnten wir nämlich auch noch schnell eintöten. Die ist ja normalerweise in irgendeinem der Häuser. Aber hier müssen wir zuerst nächstes hin. Kommen wir mal schnell wegen der letzten Speicherkarte. Aha, da haben wir sie. Wollen wir uns dann die letzte Speicherkarte mal abholen, bevor wir die letzte Rakyat-Challenge machen. Es sind ganz schön viele letzte Sachen, die wir jetzt hier gerade machen. Also, eingetütet. Dafür kriegen wir, glaube ich, nochmal einen Datensammler. Okay, ein Achievement zumindest mal. Anscheinend nicht wirklich weiter irgendwas anderes, aber naja. Munition haben wir. Gegenstände können wir gerade keine verkaufen, weil unsere Brieftasche voll ist. Aber da kümmern wir uns dann später mal drum. So, dann schnell reisen wir doch mal darüber. Zur letzten Rakyat-Challenge. Genau. Benutze Granaten und Molotow-Cocktails, um Gegner aus ihrer Deckung zu jagen. Na klar, mach ich. Kein Ding.
So, wo müssen wir nach? Welche Richtung der Herr? Da, den Berg noch, hä? Okay. So, was ich würde sagen, wir lesen mal kurz ein paar Sachen. Das ist ja schon cool. Drei Story-Aufgaben hier unten noch. Story. Ansonsten haben wir hier. Sind wir hier schon relativ weit durch? Mission 10. 10 Missionen sind es eigentlich nur noch, die wir abschließen müssen. Und Relikte sind es noch eine ganze Menge, die ich sammeln darf. Ich würde sagen, wir lesen mal ein paar Briefe. Hm? So. Hoffentlich wird der ganze Scheiß auch in der Cloud gespeichert, sodass wenn irgendwann nochmal ein Teil rauskommt oder ein Add-on, dass ich dann nicht da meine Spielstände verliere. Egal. Also, 14. LSD-25-Formel. Diese neues Talent aus Kambodscha haben sich bereits bezahlt gemacht. Sie haben die nötige Ausrüstung und kennen sichere Methoden, um LSD aus Mutterkorn und Gysergsäure herzustellen. Vertrieben werden die LSD-Tabletten mit der Post. Dazu ist anzumerken, dass die Herstellung sich wegen des kleinen Marktes zurzeit nicht rechnet. Allerdings wäre für den Fall vorbereitet, dass diese Droge plötzlich wieder populär wird. Aha. 15. Marihuana-Formel. Diese Daten stammen von Growern aus British Columbia in Kanada und beschreiben verschiedene Marihuana-Sorten sowie Möglichkeiten für den Innenausbau im großen Stil. Ihre Methoden sind den unseren deutlich überlegen und sollten sofort übernommen werden. Auf den Absatzmärkten in Russland, Westeuropa und Nordamerika gibt es einen nie nachlassenden Bedarf nach diesem Kraut. Meth-Formel. Unser Mann von der mexikanischen Spezialeinheit hat nach einer Razzia in der Drogenlaboren in Sonora neue Daten für uns. Darunter genaue Details zur Massenproduktion von Meth inklusive illegaler Quellen für die Beschaffung von Ephedrin und Pseudoephedrin zur Streckung und Gewinnmaximierung. Hoffentlich können wir damit einige der Marktanteile zurückerobern, die wir an die Waren aus New Mexico verloren haben. 10. Pilzformel. Die Erpressung dieser mexikanischen Plantagenbesitzers zahlt sich endlich aus. Wir haben nun Informationen zum Anbau, zur Verarbeitung und zur Konservierung von einer ganzen Reihe halluzinogener Pilzsorten. Diese Erkenntnisse können wir auf eine einheimische Sorte anwenden, was uns helfen könnte, die Haltbarkeit unserer eigenen Produkte zu verbessern. 15, 18. Opiumformel. In den Daten, die wir diesen Drogenbaronen aus Myanmar gestohlen haben, waren auch Beschreibungen zum Anbau, zur Ernte und zur Verarbeitung von Schlafmohn zu sonnengetrockneten Morphiumbrocken enthalten. Die Absatzmärkte sind dieselben wie für Heroin und ebenso profitabel. Wir sollten sofort mit der Produktion beginnen. Und das letzte ist die PCB-Formel. Unsere Recherche zur Herstellung von PCB inklusive der benötigten Instrumente und Chemikalien sind abgeschlossen. Wegen der schädlichen Nebenwirkungen und der Tatsache, dass die Konsumbereitschaft schnell nachlässt, ist der potenzielle Absatzmarkt einfach nicht groß genug für eine groß angelegte Produktion. Wir haben zwar Kapazitäten zur Herstellung dieser Substanz, sollten uns aber auf andere Produkte konzentrieren. Damit haben wir die Speicherkarten fertig. Für noch die Relikte und die Briefe. Und eine andere Sache, die machen wir jetzt gleich noch. Dann können wir dann zwei Todesaufträge absammeln. Aber jetzt holen wir uns erstmal noch die letzte Rakiat-Prüfung. Dann mache ich die Gesucht-Todaufträge. Die Story-Mission. Vielleicht machen wir die Story-Mission noch gleich. Dann kann ich zwischen den Episoden vielleicht die Gesucht-Tod-Sachen erledigen. Und dann können wir uns voll und ganz der Hauptstory widmen. Wir haben gespannt, wie das Ganze hier weitergeht mit dem Hoyt. 10 Folgen, 10 Missionen sprechen dafür, dass es nochmal interessant wird. Okay, 400 Punkte. Schauen wir mal, was sich da rausholen lässt. Welche Waffe habe ich? Ist ein bisschen offen hier. Kann man nicht so wirklich gut Takedowns fabrizieren. Ey, seit wann kann ich denn wieder umgekickt werden? Das ist totaler Schwachsinn. Ja.
Ach Mist. Der Anfang war schon nicht schlecht, denke ich. 400 Punkte. Naja gut, es stehen immerhin einigermaßen viele Zeitversorgungen. Also wenn man sich nicht dumm genug anstellt, hat man schon die Chance. Okay, gehen wir dieses Mal ein bisschen den anderen Weg. Laufen wir mal hinten rum. Gucken mal, dass wir hier auch die Bonusfässer abholen. Okay, irgendwie war das nicht so die richtige Entscheidung, habe ich so das Gefühl. Hier ist nämlich überhaupt nichts los! Hier ist gar nichts los! Wo sind die denn alle hin? Irgendwie war das definitiv die falsche Richtung. Okay. Jetzt kommt er auf einmal aus euren Löchern gekrochen, ne? Hey, wer schießt da mit der Schwuchflinte nach mir? Ja, was für Löcher schneidest du mir denn? Eigentlich keine so schlechte Waffe. Muss man mal so sagen. Oh, warum brennt denn jetzt hier alles? Jetzt muss ich da quer über den Teich schießen, oder was? Oh oh, ah! Jetzt brennt das hier auf. Wie weit hier so lang? Nee, Kollege, du schlitzt mich nicht auf! So haben wir nicht gewettet. Ja, von mir aus, dann brenn halt da hinten wieder. Au! Kannst doch nicht einfach so mit einem Molotow-Cocktail nach mir werfen. Sag mal, wo kommen wir denn da hin, wenn das jeder machen würde? Nee, du brauchst mir gar nicht so nah an mich rangerannt kommen. Nee, nee, nee. So haben wir nicht gerechnet. Ja, komm, lösch das Feuer. Lösch das Feuer und dann haust du dir am besten gleich noch eine Spritze rein. Da kommen nämlich die Kollegen mit den Schrotflinten an. Und die tun generell gut weh. Vor allem aus der Nähe. Noch so einer. Sag mal, hör doch mal auf mit den Dingen hier um dich zu werfen. Das ist doch nicht gesund für euch. Ach, das sind ja keine. Ihr verreckt doch da mindestens genauso schnell von. Ja, ihr könnt ja versuchen, euch den zu holen. So, wo haben wir denn da noch einen? Da haben wir noch einen. Da hinten noch einen. Nein, nicht wirklich. Okay. Können wir uns jetzt hier hinstellen und warten. Immerhin, von den Punkten her sind wir schon reichlich durch, ne? Da ihr Deppen jetzt gerade alle durchs Feuer rennt. Hallo, Kollege. Oh, von hinten? Ihr wollt es mir von hinten versuchen? Guck mal, das passiert mit Leuten, die versuchen, mich von hinten zu nehmen. Und auch von vorne. Nochmal schnell ein Medikit reinpfeifen. Kostet ja hier nichts. Dann kümmern wir uns noch ein paar um Kollegen. Ach du grüne Neune, und da sind wir ja schon fertig. Das war ja ganz einer von der lockeren Sorte. Ja, ich würde sagen, damit haben wir auch alle Prüfungen der Rakyat abgeschlossen. Na, gerade schon hier rumtun. Können wir schnell hier die Kisten leer machen, die hier in dem Haus rumstehen, würde ich sagen. Ich meine, wollen das ja nicht stehen lassen, das Zeug. Könnte ja irgendjemand noch gebrauchen. Na, scheiße, ich kann wahrscheinlich wieder die Hälfte nicht plündern, weil meine Taschen schon wieder voll sind. Ja, Gott sei Dank, das ging einigermaßen. Das heißt, ich muss wieder Munition loswerden, ne? Um wieder ein bisschen Platz in meinen Taschen zu schaffen. Die Frage ist doch jetzt, die sich stellt. Was machen wir als nächstes? Ich wäre tendenziell für die drei Story-Missionen, die wir noch offen haben. Könnten interessant werden. Da ist nämlich zum Beispiel auch schon eine, hier unten. Und dann haben wir hier drüben noch eine. Und irgendwo anders noch. Ich hatte sie schon gesehen. Eins, zwei. Okay, vielleicht auch noch nicht. Vielleicht kommt sie durch das Safe House hier noch zum Vorschein dann.
Okay, dann könnten wir aber trotzdem die zwei schon mal machen. Dann hätten wir nämlich die zwei schon mal weg. Hier oben ist nichts, oder? Auf der Hauptinsel. Nö, das sieht leer aus. Gut, gut. Also ihr seht, hier an der Seite ist jetzt schön diese Treppenformation, aber hier auf der Seite nicht so wirklich. Da sieht es komisch aus. Also irgendwie, weiß nicht. So, es würde da irgendwann nochmal was kommen. Ach, da ist sie doch, die dritte. Sag mal, bin ich blind? 1, 2, 3. Also gucken wir mal. Immer wenn die eine da unten ist, und die eine ist da, das ist wieder näher mit dem Haus dran. Also gut, dann versuchen wir da mal unser Glück. Wo ist denn das? Da vorne. Nehmen wir den Paraglider. Hallo, kannst du mal bitte? Danke. Juhu! Ja, Mann! Bloß nicht in den Strommasten hängen bleiben, das wäre uncool. Aha, Friedhöfchen. Schee. Ah, schee ist Friedhöfchen. Hey, ich habe immerhin die Insel befreit, also eigentlich müssten sie jetzt schon mal alle happy sein. Und eigentlich müsste das alles viel leichter sein. So. Wow, guckt euch das an. Ich bin souverän aus dem Gleiter ausgestiegen. So, was habt ihr von mir noch nicht gesehen? Das könnt ihr nicht behaupten, dass ihr sowas schon mal gesehen habt. Was das Schlimme ist, dass ich ja mittlerweile sogar Preisnachlass in den... ihr wisst schon, was bekommen. So! Nur die Ruhe. Nur die Ruhe. Was hast du gemacht? Hast du was gesagt? Ein Mann hat das Recht. Bitte? Ein Mann hat das Recht, seine Familie zu verteidigen. Ein Mann hat das Recht, zu kämpfen. Er hat das Recht, Rache zu nehmen. Wer war das? Drei Männer. Gegen einen ist nicht tapfer. Hey, du verlierst da was aus deinem Mund. Waffen. Sag mir, wo sie sind. Drei Männer. Mit dem Blut meiner Familie. An ihren Hemden. Ein Mann wird es dir... Er wird es dir zeigen. Geh zum alten Tempel. Nee, da will ich gar nicht hin. Eliminiere den ersten Söldner. Da brennt's. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht der Auftrag ist mit dem Tempel. Denn da will ich jetzt eigentlich nicht hin. Ich will zu dem Söldner und ihm in den Kopf schießen. Ja, sieht so aus, als wäre das hier. Ja, das war knapp. Das war knapp. Mit dem Heavy da. So. Gut, 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 gut. Wo? Hier. Und auf der Außenseite. Hier. So. Kaufgegenstände in den Shop. Stell eine große Brieftasche her. Ja. Oder gib Geld aus. Ich weiß, dass ich Geld ausgeben muss. Ich könnte auf dem Weg dahin mal mit der Knarre ein bisschen rumballern. Oh, da bewege ich mich aber wahnsinnig schnell. Vielleicht bewege ich mich rückwärts schneller so. Aber ich könnte sie natürlich auch einfach mal ein bisschen benutzen. Immerhin ist das, glaube ich, somit die teuerste Munition, die ich momentan habe. So, wo ist der nächste Söldner? Dem werde ich die Waffe hier mal vor die Nase halten. Oh Mann, warum seid ihr alle so weit weg auseinander? Wollen die mich hier absichtlich durch die Insel Pampa schicken? Nicht so, als wäre ich schon die ganze Zeit nur am Rumlatschen. Oh Mann. Naja, so ist das eben. Hallo Kollegen. Ja? Das hätte ich mir an eurer Stelle echt nochmal überlegt. Bevor ich mit einem anlege, der mit einer dicken, fetten Knarre auf euch schießt. Wow! Was bist du für einer? Lass dich einfach mit dem Raketenwerfer rumballern. Mal ehrlich, Junge. Mann, Kollege. Du hast ja mal kräftig einen Rattern, Mann. So.
Und nu? Wo geht's jetzt hin? Da den Berg rauf. Wieso immer so weit? Wir nehmen mal das Boot. Würde ich sagen, hm? Was meint ihr? So, die Richtung, das Boot. Das ist Sperrgebiet, die Söldner. Warum ist das hier Rechtssperrgebiet? Sind die veräppeln? Ach was, muss ich vielleicht doch da rein schon? Vielleicht muss ich da schon rein. Das wäre lustig. Wir laden mal nach. Wenigstens kein Regen. Na? Geh zu Joseph zurück. Erstmal machen wir noch das Magazin leer. Beziehungsweise wir müssen eh nochmal nachladen, aber dann packen wir jetzt erstmal noch die Kisten ein. Kaufen Gegenstand im Shop. Brieftasche voll. Scheißdreck. So ein Mist. So. Naja. Also zurück zu Joseph. Haben wir vielleicht ein bisschen was Schnelleres, mit dem wir uns bewegen können? Erstmal nachladen. Ich brauche noch die letzten paar Kugeln. Oh yeah! So, aufgestiegen und zurück zu Joseph. Das ist ein schönes Sumpfgebiet hier. Den Mangroven überall. Das ist bestimmt total durchseucht von Fliegen, ich will nicht wissen. Also eigentlich hätte Jason Burry schon längst, also abgesehen davon, dass er an einer Bleivergiftung schon längst gestorben wäre, hätte er eigentlich auch schon längst an Malaria oder sowas verrecken sollen. Ich meine, ist jetzt ja nicht gerade so, als wäre hier wenig Wasser, ne? Ach ja. So, dann parken wir mal gekonnt. Und gehen mal zu unserem College da rein. So, hallo Junge, ich habe deine Familie gerecht. Krieg ich jetzt irgendwas von dir? Ich glaube, das gehört dir. Was hast du denn eingetötet? Verdient. Frieden. Leb wohl. Also Jason, ich muss sagen, so deine Erste-Hilfe-Fähigkeiten sind nicht gerade die besten. Ich meine, da ist ein Typ, der blutkotzend wohlgemerkt auf dem Boden sitzt. Naja gut, er bittet dich darum, seine Familie zu rächen. So weit, so gut. Aber dann lässt du ihn einfach da. Keine Hilfe, nix. Ich meine, wäre nicht so, als hättest du die Taschen voll Medipacks. Egal. Eben das Seine, ne? Und euch wünsche ich dasselbige, beziehungsweise nicht, dass ihr Blutkotzen auf den Boden hoppt, sondern das eure wünsche ich euch. Und in dem Fall würde das wohl sein, dass wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder sehen, wenn es heißt Let's Play Far Cry 3, denn es ist mal wieder soweit, die Zeit ist schon wieder rum. Ach guck mal, da kriege ich doch gut Geld weg. Ja, den ganzen Scheiß verkaufen, wahrscheinlich sind jetzt dann meine Taschen wieder voll, aber hey. Also meine Brieftaschen meine ich. Ah, was soll's. So. Schön, schön. So, also wie gesagt, ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß und sonst was. Wir schalten in der... Ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Dann machen wir noch schnell die zwei... die zwei Story-Missionen, die noch ausstehen. Und dann schauen wir mal, wie wir heute heimzahlen, was er unserer Familie so angetan hat, ne? Also, bis dahin, wie immer, viel Spaß und ciao.